Hallo, Sarah. Wie all you might? Hey, great. So, also. Jetzt sind Sie hier, viele Mädchenherzen schlagen höher hier bei uns im Publikum. Aber ihr müsst jetzt nicht schreien. Danke. We appreciate it too. Ah, uns gefällt das auch sehr gut. Yeah. Wir schreien auch gleich mal ein bisschen. Ach ja? Na dann, mal los. Wow, das war ja ein unglaublich männliches Schreien. Ihr könnt auch... Yeah, we're men. Yeah, those guys are great. Ihr könnt ihr stellt einfach Fragen, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt anrufen unter Hupsa 0137 33 22 11. Willst du mir das bitte aufheben? 0137. Oder ihr faxt oder 0137 33 22 12. Oder ihr schickt einfach der Nadja, auch ein großer Fan von Westlife, eine E-Mail an interaktiv@viva.tv. Und ich weiß, ihr seid ziemlich nervös, oder? Wegen morgen. Wow, tomorrow the Pope. Wie El Papa. Sie, morgen. Yeah. We're meeting El Papa. Wir treffen El Papa. Pope John Paul. In Rom? In the Vatican. In Rom, ja, in den Papst in Rom, den werden wir kennenlernen. Hast du den mal kennengelernt? Natürlich. Ich gehe bei dem aus und ein. He's a dear friend, is he? Das ist ein guter Freund von dir, was? So sind wir, der Papst und ich. El Papa, mein Freund. Ihr habt also eine Audienz beim Papst? Ja. Yeah. So richtig mit den Ringküssen oder... Keine Ahnung, was wir da machen werden. Wahrscheinlich wird uns dann erstmal gesagt, was wir machen müssen, wenn wir da sind. Aber wir wissen, dass wir ihn kennenlernen werden. Und wir werden auch ein bisschen für ihn auftreten. Darf ich das mal irgendwie demonstrieren, wenn ich deinen Ring küsse? Natürlich. So gemacht werden. Also der hat ein bisschen Nudeln noch zwischen den Zähnen. Ich glaube, ich pack meinen Ring genau dahin wieder. aber ihr wisst es noch nicht so wirklich. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Audienzen beim Papst. Entweder ihr dürft ihn den Ring küssen oder ihr kniet nur vor ihm nieder. Kennt ihr das nicht? No, what you do, we kneel down in front of him. Nein. Wir knien vor ihm nieder und dann legt er uns die Hand auf den Kopf und dann segnet er uns. Ihn anbeten. Wir könnten das jetzt nicht beides machen, glaube ich. Wir werden uns doch hinknien aber und dann Ring küssen. Das dürfen ja auch nicht viele, ne? I don't know. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht so genau. Wir sind ganz sicher, wenn wir da sind, wissen wir dann mehr. Also ist egal, wir sind ja eh da. Das wird auf jeden Fall ein Riesentag für uns, klar. Wir sind ja aus Irland und sind sehr religiös und katholisch. Und deshalb ist das eine große Sache. Und unsere Eltern kommen auch mit. Okay. Das wird eine große Sache für unsere ganzen Familien, mal den Papst kennenzulernen. Und als wir unseren Müttern das erzählt haben, haben wir fast einen Herzinfarkt gekriegt. Was passiert denn dann eigentlich dann alles morgen? Ihr macht auch ein Weihnachtskonzert? Oder ihr seid daran beteiligt? Tomorrow we go to the Vatican. Nee, morgen gehen wir in den Vatikan und werden den Papst dann in seinen Privatgemächern kennenlernen. Und am Samstag werden wir für ihn singen. Da reden wir gleich noch ein bisschen weiter drüber. Euch schicken wir in die Werbung. Und dann hier weiter mit Westlife, den lustigen Jungs.